So, hallo. Hier ist das Autotool X60. Ja, ich habe mich dazu entschieden, weil ich selber fahre so einen kleinen Skoda und der hat halt keine Anzeige für Temperaturen. Und ich hatte jetzt überlegt, da mechanisch am Ölfilter was zu machen und dann Temperaturanzeige im Auto zu machen. Aber das ist zu aufwendig, hatte ich da keine Lust drauf. Und habe geguckt nach einem Anzeigegerät für eine OPD-2-Schnittstelle. Und habe ich hier Autotool X60 gefunden. Und ja, gefällt mir soweit ganz gut. Packe ich mal eben für euch aus. Ich habe gleich zwei Stück gekauft, weil ich fahre selber noch einen Ducato. Und ja, der hat auch sicherlich schon eine Temperaturanzeige. Aber nach dem Scannen müsste der halt auch, sag ich mal, Ladedruck anzeigen oder andere interessante Motorfunktionen. So kommt das an. Hier ist die Anzeige drin und hier ist das Kabel drin von der OPD2-Schnittstelle zum Gerät. Das USB-Steckerchen dran und hier ist die Anzeige und das Kabel ist circa, ich sag mal, circa einen Meter lang. Können aber auch 80 cm sein. Ich habe es noch nicht gemessen. Ja, und hier ist das Anzeigeinstrument. Wenn man es startet zum ersten Mal, dann scannt das Gerät sämtliche Steuergeräte oder alle Funktionen, die man sich anzeigen lassen kann. Ja, wie man erkennen kann, habe ich rechts die Spannungsanzeige 14,5 Volt. Kann ich mal eben gucken. Ich habe hier parallel auch noch ein anderes Messgerät angeschlossen. Das scheint, wird ungefähr genauso anzeigt. Zeige ich dir mal eben. Hier. Das sind jetzt auf 14,8 Volt. Und hier beim Anzeigeinstrument sind es 14,6. Also, okay, der erste Ladestrom. Ich gebe mal ein bisschen Gas. So, wie man unten sieht, ist dann eine Verbrauchsanzeige, glaube ich. Die blaue Anzeige ist die Temperaturanzeige Wasser und die große Anzeige ist Öltemperatur. Und oben der rote Balken ist Drehzahl, der piept bei 3.500 Touren. Den kann man einstellen, dann kriegt man einen Warnhinweis und ja, vielleicht soll man da schalten oder zu viel drehen. Auf jeden Fall den oberen Balken kann man nicht einstellen. Den kann man nur die Funktion, also was der anzeigt, kann man nicht einstellen, nur halt bei welcher Drehzahl der anzeigen soll. Original steht auf 2000 Touren, aber das nervt total. Und ja, jetzt gehe ich mit euch mal in das Menü rein. Guck, ob ich das alles so hinkriege. Vorweg, ich bekomme da gar nichts für, dass ich das diese Anzeigeinstrument vorstelle. Fand ich nur einfach selber praktisch, um irgendwelche Motordaten auslesen zu lassen. Und von der Theorie her kann der auch Fehler auslesen, Fehlercode auslesen und auch Fehlercode löschen. Der hat obendrauf eine Wippe, da oben. Die kann man runterdrücken, länger runterdrücken und nach rechts und nach links. Ich fange mal eben mit dem Draufdrücken an. Moment. Geht schon nicht mehr. Schon Scheiße hier erzählt. Da, okay. Man kann also hier oben an der Wippe nach rechts und links wippen und dann zeigt er verschiedene Parameter an. Öltemperatur. Der zeigt er nicht an, weil er nicht angezeigt kriegt im Sensor, weil er keinen Sensor hat. Fuel Tank 46%. Naja, stimmt jetzt mit mir nicht so ganz. Ich weiß aber nicht, was das alles heißt. Also ich habe mich da noch nicht mit befasst. Engine Load. Was das ist, weiß ich auch nicht. Welcher Wert das anzeigt. Also wenn jemand da mehr Ahnung hat wie ich, kann er gerne schreiben, was das alles bedeutet. Im Prozent. Ist der Luftdruck wahrscheinlich? Atü. Im Prozent. Also so verschiedene Sachen zeigt er halt an. Batteriespannung sind die 14,5 Volt.
Ich weiß, es ist ein bisschen viel beim Laden, aber 14,4 ist ja vollkommen okay. Irgendeine Temperatur. Wahrscheinlich die Ansaugtemperatur. Ja. Ansaugtemperatur. Wir haben draußen 11,5 Grad. Ja, das kommt hin. Ansaugtemperatur 11 Grad. Ja, Innentemperatur wahrscheinlich 21 Grad. Durchschnittsgeschwindigkeit vielleicht. Ja, lasst mich aber wissen. Speed ist die Geschwindigkeit, wir haben gerade 0, wir fahren nicht. Ja, Drehzahl vom Motor. Ja, zeige ich da auch an. Momentaner Verbrauch. Hier zeige ich nochmal eben die Drehzahl an, dass der bei 3,5 anfängt zu meckern oben. Und dann geht man wieder weiter. Kann man aber einstellen. Versuche ich gleich noch zu zeigen. Also auch die Uhr muss man auch einstellen im Menü. Ist auch ein bisschen frickelig, muss man sich mit befassen. So ist es schärfer, sorry. Da ist die Öltemperatur wieder. Kurz drauf tippen oben drauf. Da kommt eine Diagnose, wie man sieht. Diagnose. Kann ich mal einmal drauf tippen, einmal kurz. Dann kann man das scannen. Nochmal drauf tippen. Jetzt scannt er und jetzt zeigt er aber keine Diagnosefehler an. Mit dem langen Drücken kommt man wieder zurück. Also lange, lange oben drauf drücken, kommt man wieder zurück. So. Ja, Drive-Testing habe ich mich nicht mit befasst. Da kann man, kann ich jetzt mal eben drauf gehen. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit und all so ein Kram kann man sich da anzeigen lassen. Ja, brauche ich nicht. Lange drauf drücken, geht wieder zurück. So. Hier ist der interessantere Teil. Ja, du kannst hier einstellen metrisch oder Zoll wahrscheinlich, aber natürlich auf metrisch. Ja, Durchschnittsverbrauch, keine Ahnung, minimaler Verbrauch. Welcher Kraftstoff, Gas oder Gasöl? Gasöl ist Diesel, Gas ist Normalbenzin. Ja, Maximum Speed, macht das Ding Alarm bei 170 km/h. So schnell fährt mein Auto im Leben nicht. Egal, war mir nicht so wichtig. Ja. Das ist jetzt, keine Ahnung, irgendwo eine Temperatur mit 97 Grad, kann ich mir auch nicht erklären. Also wie gesagt, wenn jemand das genau weiß, kann er mir das ja auch vielleicht unten in den Kommentaren schreiben. Ich bin da nicht so viel drin. Ich bin kein Kfz-Mechatroniker, fand nur die Option von dem Ding hier ganz toll. Ja, das ist dieser Alarm bei 3500 Touren, dass das oben dieser rote Balken angeht. Shift Speed, keine Ahnung. Standby-Zeit, das ist die Zeit, die der noch anzeigt, der Autotool, bevor er ganz ausgeht. Das sind bei mir 30 Sekunden, sprich, man zieht einen Schlüssel, da macht der Piep nach 30 Sekunden und fährt runter. Das ist vielleicht interessant für Start-Stopp-Automatik, dass das eigentlich so nervt. Obwohl, das hat nur mit der Zündung zu tun. Ja, ich versuche mal ein bisschen schärfer zu stellen hier. Ja, Speed, keine Ahnung, 105 Volt Zahl. Wahrscheinlich, wenn der unter 10,5 Volt wird, er auch wahrscheinlich auch meckern. Hier kann ich die Farbe einstellen vom Anzeigeinstrument. Da mein Skoda weißes Display hat, habe ich hier auch auf weiß stehen. Speed 0, also wenn er steht wahrscheinlich. 2 km/h. Weiß ich alles nicht. Das ist die Uhrzeit. Ja, die muss man auch verstellen. Auch oben auf das Rädchen drücken und dann kann man da hin und her verstellen. Das sind jetzt die gesamten Kilometer, die wir gefahren sind, seit wir den verbaut haben. Restore, sprich zurückstellen, kann man den Kram auch. So, da sind wir wieder am Anfangsmenü. Einmal kurz drauf tippen.
Kann man unten verstellen, metrisch. Keine Ahnung, imperial. Ich bin auf metrisch gegangen, okay, zack, ist gespeichert. Lange drauf drücken, wieder raus. Display Settings. Ja, da bin ich auch noch nicht so ganz so viel neu, muss ich sagen. Bin ich ja ehrlich. Doch, da kann man oben die Öltemperatur einstellen. Habe ich gemacht. Wenn man da drauf tickt, kann man die verstellen. Jetzt will ich die speichern. So, drück mal länger drauf drücken. Jetzt kann ich die, nee, gar nicht wahr. Ja, wenn man die aktiviert hat, kann man hin und her stellen, was der anzeigen soll. Uhr. Was das ist, weiß ich nicht. Naja. Erstens ist Öltemperatur. Speichern. Und dann, das weiß ich nicht genau, was er anzeigt. Coolad, das ist, glaube ich, dieses Geschichte mit den Drehzahlen. Batterie. Und das weiß ich auch nicht. Naja, ich muss gestehen, ich bin da noch nicht so ganz firm drin. Mit den ganzen Bezeichnungen und den Funktionen, aber. Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt bei eBay bestellt für knapp 30 Euro pro Stück. Also zwei Stück für, weiß ich nicht, 54 Euro. Sind die wohl aus China gekommen, hat ein bisschen gedauert, aber echt ein toller Apparat. Ich bin da richtig begeistert von. Ich guck mal, ob ich hier wieder rauskomme. Jedes Mal lange drücken, zack. Da sind wir wieder. Bei 90 Grad Öltemperatur, 14,5 Volt Ladespannung und 70 Grad Wassertemperatur. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Zum Autotool X60. Ja, der Durchmesser, vielleicht kann ich da noch was zu sagen. Ich denke mal 6-7 cm. Steht aber auch in den Beschreibungen drin, wenn man bei eBay guckt. Da ist man da. Ja. Gut beraten, wenn man sich ein bisschen schlau liest. Wie gesagt, lässt sich sehr einfach installieren und man kann sämtliche Parameter sich anschauen und theoretisch oder wie gesagt Fehler auslesen und auch Fehler löschen. Und das für 30 Euro. Finde ich, ist ein fairer Kurs, bevor ich mir irgendwie, wie gesagt, ich am Anfang schon beschrieben hatte, sag ich mal den Ölfilter raus, dann zwischen Ölfilter und an und Stutzen vom Ölfilter so eine Platte einbauen, für dann die Temperatur da abzunehmen, ist der Aufwand nicht wert, das ist hier elektronisch viel einfacher zu regeln. Und da muss man wohl einmal gucken, wo diese OPD-2-Schnittstelle ist. Hier bei meinem Skoda ist sie unterm Lenkrad und beim Ducato ist die auch irgendwie unterm Lenkrad. Die finde ich auch und dann bin ich da auch im Rennen. Gut, dies soll es gewesen sein. Ist mein erstes Tool so, mein erstes Video und ich hoffe, ich konnte den Interessierten ein bisschen weiterhelfen. Euch noch einen schönen Tag, bis bald. Tschüss. Ja, noch zur Ergänzung. Das Tool, diese Anzeige kommt mit einem kleinen Füßchen. Habe ich jetzt noch dazwischen gesteckt, der sieht so aus. Von hinten ist der USB-Stecker drin. Ich hoffe, man kann das sehen. So, ist ein USB-Stecker drin. Ich glaube, da unten drunter sitzt eine Fotozelle, die erkennt, wie hell oder dunkel das Auto ist, um die Beleuchtung anzupassen. Und dann gibt es dabei noch eine Klebeplatte, die halt die Anzeige im Auto fixiert. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt das Kabel hier hochführen von innen. Also schön versteckt dann hier raus und dann kommt halt hier. Ist das hier vorne hingeklebt und wenn ich dann bei der Fahrt bin, kann ich dann habe ich dann die Anzeige in meinem Auto. Ich hatte das bisher hier vorne im Lüftungsschlitz einfach eingeklemmt. Konnte man zwar gucken, sah aber irgendwie nicht so ganz so sportlich aus, sage ich mal. Ne? Halt ein bisschen geprutscht, aber das war halt nur der erste Testlauf. Gut. Und ja, Daumen hoch, der ganze Klumpatsch machen wir nicht. Entweder interessiert euch dafür oder nicht. Und so viel Technikvideos habe ich auch nicht. Liebe Grüße, bis bald. Viel Spaß. Und wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas Ergänzendes dabei habt, wo ich auch von lernen kann. Viel Spaß beim selber einbauen und ja, bis dann. Tschüss.